Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich mit der offiziellen Begrüßung beginne, gestatten Sie mir bitte eine kurze Vorbemerkung. Ich habe eben gesagt, ich müsste meine kleine Ansprache umschreiben und sagen, herzlich willkommen zum musikalischen Kontrastprogramm, weil wir haben eben ja bei der offiziellen Feierstunde im Rathaus eine etwas andere Art von Musik gehört. Ich habe erst überlegt, ob ich mal recherchiere, ob Herr Heinrich eine besondere Verbindung zum Schenkenchor hat. Das habe ich nicht rausbekommen. Aber ich habe eine besondere Verbindung und vielleicht hat man den Schenkenchor engagiert wegen mir. Und zwar ist die Verbindung, ich kann zwar nicht singen, aber ich war wenigstens bei Amarino. Oh. Aber wenn er singen könnte, braucht er nicht den Chor zu gehen. Ja, sehr geehrte Frau Heinrich, sehr geehrte Gäste und natürlich ganz besonders sehr verehrter Herr Heinrich, die Hauptperson, ausnahmsweise mal zum Schluss in der Anrede. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich sehr, dass ich Sie alle heute Abend hier bei uns in der Kundenhalle der Sparkasse begrüßen darf. Schön, dass Sie nach der offiziellen Feierstunde eben im Rathaus noch die Zeit gefunden haben, hier mit rüberzugehen und gemeinsam hier die Ausstellung zu eröffnen und hoffentlich noch ein paar schöne, interessante Momente in unserem Haus zu verbringen. Vielen Dank, wie gesagt, im Übrigen auch an den Schenkenchor der Hansestadt Herford, der uns schon fröhlich auf den Abend und auf die Eröffnung eingestimmt hat. Wir werden ja gleich noch einen oder sogar zwei kleine Musikbeiträge hören. Zusammengekommen, das wissen Sie natürlich alle, weil Sie eben schon dabei waren, sind wir aus wirklich einem sehr schönen und besonderen Anlass. Herr Heinrich, Sie konnten gestern den 90. Geburtstag feiern. Dafür nochmal von dieser Stelle ganz offiziell mein herzlicher Glückwunsch. Und ich kann an Ihre kurze Ansprache eben anknüpfen, obwohl ich noch nicht 90 bin, habe ich trotzdem einen Zettel. Das hilft vielleicht auch, dass ich nicht zu sehr abschweife. Ich gratuliere Ihnen also nochmal ganz herzlich und wünsche Ihnen schöne, vor allem gesunde Jahre noch an der Seite Ihrer lieben Frau Ruth. Möge Ihnen, und da sind wir natürlich auch so ein bisschen egoistisch, auch uns Ihre künstlerische Schaffenskraft noch lange erhalten bleiben. Gleich werden wir ja das Vergnügen haben, einen Teil dieser Schaffenskraft hier verbinden zu können bei uns in der Kunsthalle. 24 ausgesuchte Aquarelle umfasst die Ausstellung Ihrer beeindruckenden Werke, die wir heute Abend Ihnen zu Ehren eröffnen werden. Herr Buda wird gleich im Anschluss auch noch ein bisschen was über die Ausstellung sagen. Dazu auch nochmal ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Buda, dass Sie das übernehmen, weil da wäre ich als Marina natürlich ein bisschen überfordert. Ja, lieber Heinrich, schon seit Jahrzehnten, das haben Sie ja eben auch schon einmal erzählt, sind wir als Sparkasse Ihnen sehr verbunden und wir haben ja auch einiges gemeinsam, kann man sagen. Zum einen die Nähe zur Kunst, die unsere Sparkasse mit dem kulturellen Engagement im Kreis Herford schon viele, viele Jahre fördert, die Wertschätzung der Natur. Auch diesen Zweck haben wir insbesondere in unserer Stiftung der Sparkasse ganz oben stehen und fördern da ganz, ganz viele Naturschutzprojekte. Und ich weiß, dass Ihnen die Natur nicht nur in Ihren Bildern auch immer sehr am Herzen liegt, aber vor allem auch den engen Bezug zur Stadt Herford und zu dieser Region. Das ist hier, das ist unser Zuhause, hier fühlen wir uns verpflichtet, hier findet unser gesamtes Schaffen statt. Unser Motto, unser Herz schlägt hier, ist also nicht nur so dahergesagt und ich glaube, das gilt auch für Sie beide, nachdem Sie, wie wir ja eben auch gehört haben, vor vielen, vielen Jahren nach Herford verschlagen hat. Und dann aber vielleicht noch eine Geschichte gemeinsam, nämlich das beeindruckende Alter. Obwohl wir Sie wenigstens da als fast 170 Jahre alte Sparkasse schlagen können. Also von daher haben wir da Sie ein bisschen überholt, aber ansonsten gelingt uns das nicht gut. Nicht nur wegen dieser Parallelen freue ich mich wirklich sehr, dass wir wieder einmal
eine Ausstellung ihrer Arbeiten hier bei uns in der Sparkasse zeigen dürfen. Und auch unsere Kundinnen und Kunden werden begeistert sein, hier bei uns die Werke ihres bekannten Herforder Malers betrachten zu können. Ich konnte das heute schon sehen, als ich mal ab und zu durch die Kundenhalle gegangen bin, wie viele Kunden unseres Hauses hier auch sehr interessiert ihre Werke schon begutachtet haben, obwohl die Ausstellung ja noch gar nicht eröffnet war. Pablo Picasso soll einmal gesagt haben, es gibt Maler, die Sonne in einen gelben Fleck verwandeln. Es gibt aber andere, die dank ihrer Kunst und Intelligenz einen gelben Fleck in die Sonne verwandeln können. Sie, lieber Herr Heinrich, sind auch ein ganz besonderer Künstler, auf den die Herforder stolz sein können und es auch sind. Der Bürgermeister hat das ja eben auch in seiner Ansprache entsprechend zum Ausdruck gebracht. Der deutsche Maler Anselm Feuerbach beschrieb einmal, welche Dinge ein guter Maler braucht. Er sagte, um ein guter Maler zu sein, braucht es vier Dinge. Ein weites Herz, ein feines Auge, eine leichte Hand und immer frisch gewaschene Pinsel. Ein weites Herz, ein feines Auge und eine leichte Hand haben Sie, lieber Herr Heinrich, sonst könnten Sie diese einfühlsamen Kunstwerke nicht geschaffen haben. Dann hoffe ich mal für die Zukunft auch auf weiterhin saubere Pinsel, damit wir uns auch noch auf ein paar neue Werke von Ihnen in der Zukunft vielleicht gemeinsam freuen können. Und die werden wir dann vielleicht mit Ihnen gemeinsam in einer Ausstellung zu Ehren Ihres 100. Geburtstages ausstellen. Das sind doch mal Ziele für heute Abend, finde ich. Und da könnten wir ja mal einen Vertrag drüber schließen. Wir wären da bestimmt gerne zu bereit. Und Sie vielleicht auch. Ich wünsche Ihnen, liebe Gäste, einen interessanten Abend. Lassen Sie sich von den Werken von Wolfgang Heinrich verzaubern und genießen Sie dabei gleich auch noch ein paar kleine Getränke und ein bisschen was auf die Gabel, wie man in Ostwestfalen so sagt. Dazu lade ich Sie schon jetzt ganz herzlich ein. Da wir ein bisschen Kontrastprogramm haben zu eben, was wir im Rathaus erlebt haben und wir natürlich nicht mit dem Brief des Bundespräsidenten mithalten können, lassen Sie mich vielleicht einen kleinen Witz erzählen. Dieser Witz bezieht sich schon so ein bisschen auf meine Rede, bezieht sich auch auf die Künstler, bezieht sich auch auf einen Maler, aber nicht auf die Person Wolfgang Heinrich. Warum ich das extra betone, werden Sie gleich wissen. Sie sind ja auch der Kunsterziehung immer sehr verbunden gewesen und deswegen ist ein kleiner Witz aus der Schule. Der Kunstlehrer hält ein Bild hoch in seine Klasse und fragt Jungs und Mädels, was ist das hier? Ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang? Dann meldet sich einer aus der Klasse und sagt, das kann nur ein Sonnenuntergang sein, weil Künstler stehen nie so früh auf. Das bezieht sich also nicht auf das Zitat von Pablo Picasso mit dem gelben Fleck in der Sonne, fand ich, passte das ganz gut dazu. Und auch zu ihrer vielfältigen Tätigkeit rund um die Kunsterziehung in den vielen, vielen vergangenen Jahren. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. In diesem Sinne wollen wir gleich lieber die Bilder sprechen lassen. Aber wir hören, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt noch ein bisschen was, ich hätte was gesagt von den alten Marine-Kollegen, ganz so kann es ja nicht sein, aber von dem Schenkikor der Hansestadt Herford. Und danach wird Herr Bugan noch ein bisschen was zur Ausstellung sagen. Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Gäste sind heute Abend. Genießen Sie den Abend mit Wolfgang Heinrich und seiner netten Frau zusammen mit mir im Haus der Sparkasse Herford. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie sind Sie aufgeregt? Also erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie eben von meiner Frau so nett gesprochen haben. Denn ohne eine solche Frau, mit einer solchen Hilfe hätte man nie so schaffen können. Aber ich möchte mich besonders bedanken, auch hier bei der Sparkasse,
die, ich habe es vorhin schon erwähnt, so viele Ausstellungen, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Malern bisher gemacht haben. Sie hat tatsächlich die Kultur hier aufrechterhalten. Und es ist so interessant für mich, in diesem Raum zu sein, in dem die Ausstellungen immer wieder anders aussahen. Die Stellwände standen anders, aber das Interessanteste war, die Menschen waren immer anders. Ich habe den ersten Film bekommen bei der Vorstellung meines Buches, Herford, Porträt einer Stadt. Da steht Dr. Schober vorne und dann der Landrat Moning und Herr Lerche und lauter Menschen, die wir kennen oder an die wir uns gerne erinnern. Und so war das dann später auch immer hier in der Sparkasse, diese Ereignisse, die die Menschen zusammenbrachten. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Bitte auch an die anderen Herren hier. Mache ich gerne. Herzlichen Dank.